Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Dienstagabend hier bei Ihrem WLK-TV. Ja, nach Wochen und Monaten der Verhinderung durch das Coronavirus war es am Freitag endlich soweit. Und es konnte die neue Wanderausstellung im Haus der Stadtgeschichte in Hohenmölzen eröffnet werden. Gewidmet ist diese den Kindern der Attentäter vom 20. Juli 1944, die von den Nazis nach Bad Sachsa verbracht wurden. Frank, heute hier in Hohenmölzen im Haus der Stadtgeschichte. Eine Ausstellung, genauer gesagt eigentlich eine Wanderausstellung. Was erwartet jetzt die Besucher? Also diese Wanderausstellung habe ich in Berlin bestellt, in der Gedenkstätte 20. Juli 1944. Hintergrund ist, dass die Nazis versucht haben, die Kinder der Attentäter und deren Familien in Sippenhaft zu nehmen. Und das ist ihnen in der Form auch gelungen, dass sie die Kinder nach Bad Sachsa verschleppt haben. Und diese Wanderausstellung widmet sich diesen Kindern, weil das sicher ein Kapitel deutscher Geschichte ist, das weniger bekannt ist in der Öffentlichkeit. Und ich denke mal, Erinnerung sollte bewahrt werden, weil daraus sicher auch Gedanken für das Heute entstehen sollen. Die Wanderausstellung hat jetzt wer konzipiert? Also konzipiert wurde die von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Zusammenhang mit der Gedenkstätte 20. Juli 1944 und der Stadt Bad Sachsa. Die haben diese Ausstellung konzipiert, entwickelt und die steht als Wanderausstellung jedem Ort in Deutschland, auch Schulen zur Verfügung, kostet nichts, man kann die also ausleihen. Und die Kollegen dort in Berlin, bei denen ich das bestellt habe, namentlich Frau Frey, bei der ich mich hiermit bedanken möchte, die sind sehr kooperativ, die verschicken das, das ist also völlig problemlos möglich. Die Ausstellung ist jetzt nicht nur hier in diesem Raum, ich habe vorhin schon mal hier reingeschaut, also es ist doch schon eine relativ sehr große Ausstellung. Ja, es sind ja insgesamt 43 Schautafeln und wer sich die Ausstellung wirklich intensiv angucken möchte, der sollte schon ein bisschen Zeit mitbringen und hier diesen Rundweg, so haben wir es ja gestaltet, nutzen. Und wichtig wäre natürlich auch, oder das würde uns freuen, wenn es im Ergebnis dieser Ausstellung auch ein paar Wortmeldungen geben würde. Die können natürlich auch bei Facebook passieren, in der Gruppe Hohenmölzen damals und heute. Denn das ist ja die Plattform für die Einwohner Hohenmölzens, sodass also eine Rezeption dieser Ausstellung durchaus von der Bevölkerung erfolgen sollte. Es heißt ja nicht, dass man immer der gleichen Meinung ist. Es darf durchaus kontrovers diskutiert werden, aber es soll eben zum Nachdenken angeregt werden. Nun sagt es das Wort schon Wanderausstellung. Sie wandert weiter. Wie lange ist jetzt die Ausstellung hier vor Ort? Also die Ausstellung eröffnen wir heute 10 Uhr und sie bleibt hier bis zum 25. August. Dann bauen Freunde und ich sie ab und dann verschicken wir sie wieder nach Berlin, weil geplant ist, wenige Tage später eine neue Ausstellung hier zu eröffnen. Da kann ich aber im Moment nichts dazu sagen, um nichts zu verraten. Die Spannung soll bleiben, der Spannungsbogen, weil ja irgendwann geplant ist, hier in den Räumen des Hauses der Stadtgeschichte eine Dauerausstellung zur Geschichte der Stadt Hohenmölzen einzurichten. Und deswegen sollten wir bis dahin die Räume auch nutzen für andere Dinge. Das stimmt. Dann wünsche ich natürlich viel Erfolg, viele Besucher und schönen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es war mir eine große Freude mit euch und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, kommt gut durch die Corona-Zeit, aber ihr werdet es schon machen. Ich bin da optimistisch. Also bis zum 25. August haben Sie die Möglichkeit, diese Wanderausstellung im Haus der Geschichte in Hohenmölzen in Augenschein zu nehmen. Die Aktion Legosteine für Rollstuhlrampen läuft ja seit einiger Zeit auch hier bei uns im Burgenlandkreis. Vielleicht haben auch Sie im Schrank noch eine Kiste nicht mehr benötigter kleiner Bausteine. Warum Sie sich an der Sammelaktion beteiligen sollten, das zeigen wir Ihnen jetzt. Sie sind bunt und von vielen Kindern das Lieblingsspielzeug. Doch irgendwann erlischt das Interesse und sie fristen ein Dasein auf dem Speicher oder im Keller. Das muss nicht so bleiben. Überall gibt es Hindernisse für Rollstuhlfahrer, ältere Menschen mit Rollatoren oder selbst junge Eltern mit Kinderwagen. Das soll jetzt hier im Burgenlandkreis anders werden. Mit den quietschbunten Rampen aus den kleinen Bausteinen.
Mobile Rampen aus Legosteinen sollen den Burgenlandkreis barrierefreier machen. Vorbild für das Projekt sind Aktionen aus Köln, Hanau, Bielefeld und Mittelteich. Für eine Rampe werden rund 600 Legosteine benötigt. In erster Linie sind Basic-Steine, Basic-flache Steine, Grund- und Bauplatten, 45 Grad Dachschindeln, lange und flache Dachschindeln gefragt. Zusammengebaut werden die bunten Rampen anschließend von Jugendlichen des Internationalen Bundes sowie allen Helfern und Institutionen, die sich am Projekt beteiligen möchten. Wenn Sie also mitmachen wollen und alte Legosteine spenden möchten, wenden Sie sich am besten an die Behindertenbeauftragte des Burgenlandkreises. Angenommen werden die Steine auch bei folgenden Partnern. Machen Sie das Leben der Betroffenen einfacher und unsere Stadtbilder etwas bunter. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Eine weitere Veranstaltung, die jährlich tausende Besucher in unserer Region gelockt hat, wurde nun offiziell abgesagt. Es wird am 2. Septemberwochenende kein Winzerfest in Freiburg stattfinden. Weder ein großes noch ein kleines. Damit sieht Hans-Albrecht Zieger die Bemühungen des Weinbauverbandes endgültig gescheitert, wenigstens eine abgespeckte Variante der traditionsreichen Feier anbieten zu können. Der Verbandspräsident bedauert das, weil in den letzten Wochen mehrere Vorschläge für ein Winzerfest Light erarbeitet wurden, welche auch die derzeit gültigen Hygieneregeln erfüllen. Das sind kleinteilige Insellösungen mit intelligenten Abstandsregelungen im Stadtgebiet vor. So hätten nach Ansicht des Veranstalters Massenansammlungen vermieden und trotzdem das verständliche Bedürfnis nach gemeinsamen schönen Erlebnissen gestillt werden können. Doch auch diese Überlegungen wurden von den zuständigen kommunalen Behörden nicht akzeptiert. Das bedauern wir sehr, denn dieses Fest ist bei den Weinfreunden sehr beliebt und beschert den Winzern des Anbaugebietes guten Absatz, verweist Zieger auf die wirtschaftlichen Folgen der Absage. Nun hoffen die Weinbauern auf mehr Besuche direkt in den Weingütern. Es ist ein Kleinod, der Tierpark in Bad Kösen. Seit Ende April sind die Tore ja auch wieder geöffnet und die Besucher sind froh und glücklich drüber. Klein, aber fein. So präsentiert sich schon seit mehr als 60 Jahren der Tierpark in Bad Kösen. Über 250 Tiere, von heimischen Haus- und Wildtieren bis hin zu verschiedenen Affenarten, Papageien, Lamas und Alpakas sind hier zu Hause. Nur dafür muss auch ständig etwas getan werden. Es gibt keinen Stillstand und auch Rückschläge müssen verkraftet werden. Wir hatten jetzt auch 2014 das große Hochwasser, wo wir viele, viele Tiere evakuieren mussten, ne? Was jetzt alles ziemlich jetzt tief war, ne? Ziegen, Schafe, wo wir Gott sei Dank noch eine Außenanlage hatten. Es hätte nicht mal viel gefehlt, dann wäre halt der ganze Tierpark, sag ich jetzt mal, untergegangen. Probleme hätten wir gehabt mit unserer Bärendame, aber auch selbst da haben sich andere Zoos angeboten, dass, wenn es so weit kommen sollte, dass sie die Bären übernehmen. Jetzt haben wir uns schon umgeschaut, es ist idyllisch hier, es sind auch wahnsinnig viele Besucher da, das freut einen natürlich. Hat sich eigentlich die Frage schon ein bisschen erübrigt von mir, was war eigentlich die Motivation,
weiterzumachen, das hier am Standort zu halten für Bad Kösen, für die Besucher? Der Tierpark Bad Kösen, dadurch, dass er nun schon so lange hier besteht, wäre es natürlich schade gewesen, jetzt für die ganze Umgebung, wenn das jetzt alles abgebrochen werden müsste oder hätte sollen, weil es gehört zu Bad Kösen. Ne? Das Gradierwerk gehört dazu, der Tierpark gehört dazu. Das ist halt Bad Kösen, das zeichnet uns aus. Und dadurch sind wir wirklich daran interessiert, alles so zu tun, dass das alles so bleibt und immer wieder ausgebaut wird. Dann kommen wir zum nächsten, ausgebaut wird. Ihr seid ja nicht stehen geblieben in diesen 30 Jahren. Was ist jetzt hier Neues entstanden, jetzt gerade nach 2014 auch? Wir haben mit vielen Sponsoren einen guten Fang gemacht, dass wir zum Beispiel das Meerschweinchenhaus neu gestalten konnten. Wir das Präriehundgehege, das war komplett unterspült. Es sind leider auch Präriehunde dabei ums Leben gekommen, was sehr schade war. Aber gerade das hat uns bewegt, Leute anzusprechen, Spenden zu sammeln, und es war eine Spendenaktion. Es war wahnsinnig toll, dass so viele mitgemacht haben und wir das alles wieder aufbauen konnten. Die Wege waren überspült, wir mussten neu pflastern, und das war schon eine ganz schöne Anstrengung. Ja, was erwartet die Besucher jetzt hier, wenn sie in den Tierpark kommen? Neue Tiere, Nachwuchs, es ist ja ein reges Treiben hier. Ja, unsere Alpaka-Dame Tina, die hatte jetzt vorige Woche geworfen, und ein kleines Mädchen, Susi, findet sich bei uns hinten im Alpaka-Gehege, findet die Besucher total toll, also es ist ein toller Anblick, also den Nachwuchs zu sehen. Außerdem haben wir neue Schneeeulen. Unser Uhu war ziemlich lange alleine, weil die Uhu-Dame verstorben ist, aber wir hatten ganz tolle Paten, die den Uhu mitgenommen hatten, für ihn extra eine Foyere gemacht haben und haben gesagt, nee, wir sind die Paten, Onkels und Tanten, und wir nehmen den Uhu mit. Da waren wir sehr stolz drauf und haben jetzt natürlich drei Schneeeulen. Super Anblick, total toll. Alle Besucher bleiben gerne dabei stehen. Wie bereits erwähnt, tummeln sich hier immerhin 250 Tiere in verschiedenen Arten. Apropos Arten, der Tierpark nimmt am Europäischen Erhaltungsprogramm, kurz EEP, teil. Denn leider stehen immer mehr Tiere auf der roten Liste, da sie stark vom Aussterben bedroht sind. Nicht selten ist es der Mensch, der ihnen den natürlichen Lebensraum nimmt. Ein ganz kurzer Blick in die Zukunft. Was habt ihr noch vor? Und natürlich wollen wir das alles ausbauen. Ist natürlich, das ist unser Wille, dass wir das machen. Jetzt haben wir gerade gesponsert bekommen, dass wir die ganzen Außengehege, was jetzt Zäune betrifft, beim Alpaka, dass das erstmal neu gemacht wird. Und ausbaufähig ist immer. Es kommt halt bloß immer darauf an, Sponsoren zu finden. Aber wir schaffen das. Also von daher, wir sind dabei. Das war doch ein super Schlusswort. Ich bedanke mich und wünsche alles Gute für die Zukunft. Das Gleiche. Das Engagement der Mitarbeiter spiegelt sich in jedem Detail des Tierparks wider und zeugt auch von der Liebe zu den Tieren. 5 bis 6 Tierpfleger kümmern sich tagtäglich liebevoll um die possierlichen Zeitgenossen. Zu jeder Jahreszeit zieht der Bad Kösener Tierpark zahlreiche Besucher in seinen Bann. Vielleicht führt sie einmal der Weg in die Kurstadt Bad Kösen. Dann sollten sie auf alle Fälle dem kleinen, am Saaleufer gelegenen Tierpark einen Besuch abstatten. Übrigens hat auch jeder die Möglichkeit, eine Patenschaft für ein Tier abzuschließen. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen.
Wenn Sie jeden Morgen diesen Ausblick sehen und die Vögel zwitschern hören wollen, dann müssen Sie nicht in den Urlaub fahren. Kommen Sie nach Hohenmölzen und erleben Sie den besten Ausblick über den Stadtpark. Schöne Aussichten, Wobau Hohenmölzen. Ora et labora hieß es in der letzten Juliwoche wieder im Kloster Memleben. Denn es waren wieder Mönche aus der Abtei Münster-Schwarzach zu Gast. Wobei es eigentlich ora et labora et presenta heißen müsste, insofern das lateinisch korrekt ist, denn die Mönche kamen nicht nur zum Beten und Arbeiten. Ja, wir kommen schon seit mittlerweile 7 Jahren nach Memleben. 2011 waren wir das erste Mal da. Und uns ist es ein Anliegen, den Leuten hier mal zu zeigen, wie Klosterleben auch heute noch funktioniert, dass es überhaupt Klosterleben heute noch gibt. Ist ja auch gerade hier in der Region nicht so häufig anzutreffen. Und hier im Museum wird gezeigt, wie Klosterleben im Mittelalter ausgesehen hat. Und wir versuchen so ein bisschen Eindruck zu vermitteln, wie das heute ist. Dazu gehört natürlich auch das Abhalten der Andacht passenderweise in der Krypta. Ja, wir kommen aus Franken, also im nördlichen Bayern, und gerade in Bayern gibt es natürlich noch sehr viele Klöster. Hier in Mitteldeutschland ist das Kernland, ja hier in Mitteldeutschland der Reformation, ist gerade während der Säkularisation, also im 16. Jahrhundert, Anfang 17. Jahrhundert sind viele Klöster geschlossen worden. In Bayern hatten wir eine sehr starke Gegenreformation, wo dann auch wieder viele Klöster entstanden sind, und deswegen haben wir noch mehr Klöster. Anderer Punkt ist natürlich dann 1803 bis 1806 die Aufhebung der Klöster unter Napoleon in ganz Deutschland und letztlich auch die DDR-Zeit, die dafür gesorgt hat, dass die Klosterlandschaft sehr ausgedünnt ist. Die Reformbemühungen Luthers waren für viele Kloster der Anfang vom Ende. Naja, Luther war zunächst mal selbst Ordensmann. Er war Augustiner, hat ja in Erfurt im Augustinerkloster zunächst gelebt, bevor er nach Wittenberg gegangen ist. Das heißt, er war eigentlich schon Mönch, Augustiner, was ihn dann dazu veranlasst hat, dem Klosterleben so ganz abzuschwören, ja, weiß ich leider nicht. In Sachen Ausübung des Glaubens sind Benediktiner eigentlich gar nicht so weit weg von Luther. Ja, für uns ist es wichtig, dass das Evangelium im Mittelpunkt steht. Alles, was da drumherum auch noch dabei ist, das kann seine Berechtigung haben. Aber wir versuchen, einen eher einfachen Lebensstil zu leben. Im Kloster Memleben präsentiert wurde auch die Herstellung von Papier. Das war früher Handarbeit und logischerweise die Basis, um etwas aufschreiben zu können. Ja, wir haben einen sehr geregelten Alltag. Wir fangen morgens um 4:45 an mit unserem ersten Gebet, Morgengebet. Das geht so eine Dreiviertelstunde ungefähr. Dann haben wir eine kurze Pause. Anschließend feiern wir nochmal Gottesdienst bis etwa 7. Um 7 gibt es Frühstück und anschließend haben wir eine ganz normale dann Arbeitszeit, wie jeder andere Mensch auch. Dann treffen wir uns mittags um 12 wieder zum Beten. Anschließend gibt es Mittagessen und am Nachmittag arbeiten wir dann wieder. Wir haben eigentlich, kann man so sagen, einen relativ normalen Arbeitstag, der aber immer wieder auch von Gebetszeiten unterbrochen wird. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, bei uns im Kloster zu arbeiten. Die Mitbrüder arbeiten eigentlich alle im Kloster. Wir haben ungefähr 20 klostereigene Betriebe. Das reicht von der Elektrowerkstatt, Schreinerei, Tüncherei bis hin zum Verlag, eine Schule, ein Gästehaus. Also ganz vielfältige Dinge, wo Mitbrüder arbeiten. Da arbeiten heutzutage nicht nur Mitbrüder, wir haben auch eine ganze Reihe Angestellte, die uns helfen. Aber wir Mitbrüder haben alle in diesen Bereichen irgendwo eine Aufgabe. Mönche sehen sich aber nicht nur dem Geistlichen verpflichtet. Es gibt ja so diesen Ausspruch ora et labora, bete und arbeite, des benediktinischen Lebens. Das ist eigentlich nicht ganz vollständig, denn da gehört das Lesen noch mit dazu. Also bete, arbeite und lies, würde der heilige Benedikt sagen. Und zum Lesen gehört natürlich die Heilige Schrift, aber auch andere geistliche Literatur. Also der Mönch soll nie geistig träge werden, sondern soll sich immer mit geistlichen Dingen beschäftigen und eben zum Beispiel im Lesen da sich auch weiterbilden. Natürlich sind die Erkenntnisse der Wissenschaft auch für uns von Belang oder
Ist ja nicht so, dass wir die anzweifeln oder sowas. Evolutionstheorie, das ist ja überhaupt keine Frage, wie die Welt entstanden ist. Was aber auch nicht unbedingt ein Widerspruch zum Glauben ist. In der Evolutionstheorie geht es darum, wie und wann, in welchen Zeiträumen ist die Welt entstanden. Im Glauben geht es um andere Fragen. Da geht es darum, wer ist letztlich die Ursache all dessen? Warum ist die Welt entstanden? Und warum hat er sie, Gott, geschaffen? Oder, weil wir ja nicht wissen, was vor dem Urknall war, auch der Schöpfer dessen, was vor dem Urknall war. Und der, der die Schöpfung am Laufen hält. Also es ist ja nicht so, dass die Evolution abgeschlossen ist oder die Schöpfung, sondern sie entwickelt sich immer weiter. Und auch dafür gibt es letztlich eine letzte Ursache. Und für uns ist diese Ursache Gott. Wer dieses oder andere Themen mit den Mönchen eingehender besprechen möchte, fährt nach Münster-Schwarzacht oder behält das Kloster Memleben im Auge und ist vor Ort, wenn die Mönche ebenfalls wieder vor Ort sind. Der kleine Kultursommer 2020 vom Burgenlandkreis und der Sparkasse Burgenlandkreis hatte am Samstag Station in Hohenmölzen gemacht. Und es war gleichzeitig für Thomas Garding und Benny Gerd, die Macher und Akteure der Trommelshow von Red Attack, nach 4-monatiger Corona-Pause ein Neustart. Und da ging am Samstag so richtig die Post ab. Thomas, Neustart ist klingt ein bisschen komisch, aber es ist wirklich so, ne? Nach dieser langen Pause, heute hier in Hohenmölzen. Und ihr startet heute durch. Klingt komisch, ist aber so, ja. Wir haben am 14.03. nicht gearbeitet, also am 13.03. kam die Absage für unsere große Show in Görlitz und seitdem ruht der See still. Und heute sind wir hier in Hohenmölzen, dank der Sparkasse und des Burgenlandkreises, die den kleinen Kultursommer ins Leben gerufen haben und wir dürfen hier spielen. Das ist ein tolles Gefühl, nicht? Das ist ein tolles Gefühl, aber es ist auch ein bisschen merkwürdig, oder? Und warm. Merkwürdig und warm. Ja. Wir haben ja seit 13. März, April, Mai, Juni, Juli, ich muss zählen, 4,5 Monate fast, also schon ein bisschen geübt, und aber nicht auf der Bühne, keine Bühnensituation. Und heute mal gucken, was geht. Genau, die Situation ist heute da und auch wenn nicht ganz so viele Leute kommen, wir hoffen, es kommen ein paar Leute, geben wir trotzdem alles und schwitzen uns bis sonst wohin. Zur Not schwimmen wir hier vom Platz, aber mal ein bisschen Action machen, ne? Genau. Ein bisschen Spaß mal wieder haben. Ja. Ich gehe trotzdem nochmal zurück. Von 100 oder 110 auf 0 runter ist schon heftig. Wie habt ihr das Ganze verkraftet, wirtschaftlich gesehen? Weil es geht ja über die Schmerzgrenze. Was uns beide gerettet hat, war unsere kleine Musikschule, die wir betreiben. Wir konnten, sagen wir mal, 60-70% der Schüler im Online-Unterricht betreuen. Was schön war, was aber kein Unterrichtsmodell für uns, für die Zukunft ist. Also wir hatten vielfach das Problem, dass die Leitungen nicht stabil waren. Dann brach das zusammen und dann hast du eine halbe Stunde Zeit und hast aber 20 Minuten mit dem Verbindungsaufbau zu tun gehabt. Es war gut, dass das ging, aber so richtig funktioniert hat es nicht. Ganz einfach, ne? Der persönliche Kontakt zu den Schülern hält alles aufrecht, ne? Du kannst den halt so auch mal ein bisschen irgendwo hindrängen, wo sonst der Abstand noch größer ist. Ne? Du musst auch mal die Hand nehmen und musst sagen, pass mal auf, hier, Abstand, Handgelenk. Mein Freund. Thank you.
Jetzt hast du es vorhin gerade gesagt, ich habe es ja auch gelesen, kleiner Kultursommer. Was bedeutet das jetzt für euch? Ist das jetzt, jetzt will ich nicht sagen eine Eintagsfliege, aber ist das wirklich hier in Hohenmölz eine einmalige Sache? Oder habt ihr, der Burgenlandkreis ist ja größer, habt ihr noch mehr Termine jetzt wieder? Na, ich kann nur für uns sprechen, bis Ende des Jahres sind 95% aller Termine gestrichen, was Red Attack anbelangt. So langsam trauen sich einige Veranstalter wieder, ein bisschen was zu planen. Wir haben am 10.10. einen Kulturmarkt in Bernburg, wo die Macher das planen und uns gerne haben wollen. Aber sicher ist es nicht. Also wir haben 42 Veranstaltungen verloren und diese eine ist dazugekommen. Also das wird auch eine Eintagsfliege bleiben, weil ich glaube, die schlimme Zeit für uns Künstler oder Kameramänner oder alle, die in der Eventbranche sind, die kommt erst noch. Die kommt erst noch. Das heißt, du guckst nicht sehr optimistisch in die Zukunft. Nee, eigentlich nicht. Aber wir können ja nichts anderes machen, als uns vorzubereiten. Es hat jetzt zum Beispiel keinen Zweck, mit irgendeiner Agentur zu telefonieren. Die heben alle die Hand und sagen, ja, wir würden gern, aber wir können selber nicht planen, weil die Verordnungen kommen und dann werden die erstmal verteilt. Und das letzte Wort haben bis jetzt die Gesundheitsämter. Und es kann von oben bis unten alles durchgeplant und erlaubt sein. Wenn das Gesundheitsamt sagt, nein, dann fährst du nach Hause und hast wieder nichts gehabt. Also solange wir keine stabile Situation haben und wirklich eine Planungssicherheit, funktioniert das nicht mehr. Es war schon gut, dann. Thomas, und jetzt möchte ich wissen, was erwartet uns nachher? Und dann gehe ich hier rüber. Jetzt aber los. Ja, euch erwartet eine Show. Also alles, was wir im Prinzip machen, wird heute hierher gepackt, steht hier auf dem Markt drauf. Und genau, also von unserem Globe, den wir hier hinten sehen, über verschiedene Melodieinstrumente, japanische Instrumente. Also wir haben eigentlich alles rausgeräumt, hier hingepackt, hingestellt. Und es wird alles bespielt, auch nicht nur wir allein, auch die Leute, die da sind, die dürfen ein bisschen mitmachen. In euren roten Anzügen bei diesen Temperaturen. Richtig, genau. Allerdings die kurze Hose, die ziehe ich mir trotzdem an. Okay. Thomas, du hast aber noch was auf dem Herzen. Naja, ich würde schon gerne Danke sagen wollen an den Burgenlandkreis und an die Sparkasse, die ja den kleinen Kultursommer veranstaltet haben bzw. veranstalten. Das ist toll, dass zumindest regional das ein bisschen funktioniert, dass man nicht ganz vergessen wird. Und es ist zwar nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber besser als ja nicht. Also danke. Ich will immer hier rein. Da ist die.
Und damit, liebe Zuschauer, sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne Woche. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, am Freitagabend wieder hier bei Ihrem BLK-TV. Weitere Nachrichten, die finden Sie wie immer aktuell auf unserer Webseite unter www.blkregional.tv oder Sie besuchen uns ganz einfach bei Facebook. Also dann machen Sie es gut. Tschüss.